Herzlich willkommen zu neuen Abenteuern in 7 Days to Die. So, wir sind wieder mit Jasmin unterwegs, wie immer, logischerweise. Wir machen das ja zusammen hallo. Hier. Hallöchen, Pöpöchen. Stell dich mal vor, Jasmin. Ein bisschen angekratzt hier. Ja. Bisschen angeschlagen, läuft bei dir? Halt die Klappe. So. Bist du da? Ja. Nee, Erkältung ist schon. Uns zu sehen hier. Ja. Erkältung ist schon hart lästig. Wenn sie ausbrechen würde, aber dieses, wenn sich das Feuer anbahnt, das finde ich schlimm. Ja, das ist genau wie wenn du merkst, dass du Schnupfen kriegst und du hast noch keinen richtigen Schnupfen. Ja, und das zieht sich dann so, ey. Oh. Okay. Was ist mit dem Baum gewesen? Ich würde sagen, den habe ich weggetreten, weil ich so sauer war. grummig. Geil. Der ist voll geflogen, ey. Wolltest du jetzt erst zu deiner Quest, oder? Das ist ja Buddeln bei mir, ne? Ja, meine ist hier links 150 Meter. Wie weit ist deine weg? 300. Ja, dann lass mal meine erst machen. Wegen dich da dran. Dann können wir das auf dem Weg machen. Ja, ich will nur meines mit. Was hast du gehustet? Na, alles gut. Ich mache auch manchmal mein Mikro schon hoch. Damit ich euch nicht alle voll huste hier. Ja, bitte nicht. Brauchst du Hilfe? Ja. Ich eile. Hilf mich. Oh. Nee, ich brauche keine Hilfe mehr. Du brauchst mir zu lange. Ich hab das doch alleine. Ich habe meinen großen Moment verpasst. Ich bin voll. Du kannst mal herkommen, hier einsammeln. Ja. Kein Platz mehr, ey. Was mache ich denn da jetzt? Können wir mal kurz gucken? Ja, wir können ja mal, wir können aufteilen. Gib mir einfach, was du hast. Und zwar Holz. Brauchst du Pflastersteine? Holz kriegst du nicht. Brauchst du Pflastersteine? Nee. Hast du Pflaster? Ich hab Stein. Ja, Stein habe ich auch. Gammelfleisch? Gebe ich dir hier. Blei? Hab ich. Federn? Ja, brauche ich selber für Pfeile machen, ne? Ein Knochen. Ja, habe ich. Aber ich will dir ja meins erstmal geben. Ja, gib her. Benzin? Nö. Leder? Ja. Fleisch? Nein. Hä? Okay. Das abgebissene Sandwich. Ja. Nägel. Mit Köpfen. Hast du? 4 Stück. Bruchsand? Nee. Eier? Nee, habe ich nicht. Schmerztabletten? Nee, aber Schrot? Das kann weg. Das kann weg. Okay. Ich geh mal davon einmal. Nitrat? Nee, habe ich nicht. Das kann auch weg. Hast du Mais? Ja, Maiskolben? Ja, hasse ich auch. Trübes Wasser. Hab ich, ja. Kannst du mir geben? Oder willst du? Nee, mir ist egal. Magnum Munition. Schmerztabletten? Nee, ich habe nur einen Antibiotika. Stofffetzen? Nee, hast du Plaste? Nein. Hast du Eisen? Ja. Krieg ich das? Achso, das willst du haben? Ja, gib mal her. Sehr schön. Ich bin jetzt kein mehr überladen. Gut, komm. Ich
Da hinten ist auch der das Abgeworfene in 400 Metern, ne? Wo ist denn jetzt hier deine Quest? Da hinten? Nee, wo ist denn jetzt deine? Richtung Hühnchen. Das grüne Haus müsste es sein. Das kann... Was? Hier? Nee. Ich wollte nur zum Briefkasten. Hat hier so ein Geräusch gemacht. Schon. So, bim, bim. Ja, weil wir sind in der Nähe. Wenn du siehst, ich gehe dahin, warum musst du das... Ich sehe nicht, dass du dahin gehst. Ich bin vor dir. Ich bin neben... Patrick? Nein. Jasmin, bitte. Ich bin gerade vor dir gegangen. Erklär mir nicht die Himmelsrichtung, ja? Ich hau dir gleich eine. Ach, Jasmin. Nee, hier habe ich meine Quest. Ja, sehe ich. Mach mal. Alter, ich hab Fenster auf, es ist trotzdem warm jetzt, oder ey? Tada. So, drinnen bleiben. Das heißt, wir dürfen das Gebiet nicht verlassen. Danke. Okay. So, dann gehen wir mal reingucken. Also wir müssen einmal das Gebiet säubern und wir müssen Vorräte holen. Ich kann selber lesen. Wo? Bei dir? Nö. Ich hab irgendwas gehört eben. Vielleicht über uns? Die mit den orangenen Augen machen mich fertig. Sind viele, ne? Ja. Ich hab jetzt Sachen, die du hättest nehmen können. So wie Plastik und Bruchsand. Oh, dann mach's selber, ey. Gut, jeder hat jetzt sein Zimmer. Geh da wieder rein. Nee, ich geh vor und du haust ihn kaputt. Rein. Oh, nee. Oh. Nee, du gehst vor. Wo willst du hin? Der platzt gleich. Nein. Er spuckt auf jeden Fall. War das okay für dich? Knapp, Alter. Oh, ich hab schwitzige Hände. So, trübes Wasser. Da bestimmt nicht gesehen. Den Geheimversteck hier. Nee, ich wollte keinen Ärger provozieren, ne? Hast du doch gar nicht gesehen. Doch. Natürlich habe ich das gesehen. Schon wieder 5 überladen, ey. Ich bin 10. Ich bin eine 10, Jasmin. Nee, da muss die 1 vorne weg. Ich bin eine 0. Ja! Mir liegen die Frauen zu Füßen. Ah, die hat aber nichts zu lachen gehabt. Oh, die hat ihren Kopf gleich geschmissen, hast du gesehen? Ja. Die hat mich gesehen und ist gleich der Kopf geplatzt. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Ich hab Geld. Hä? Der Kopf wackelt noch. Säubern und den Eimer finden. Genau, er verpasst mir wieder eine. Also mir zeigt er da eine Tasche an. Ich werde gleich Krach machen, so wie es aussieht. Ja.
So, was haben wir denn hier? Der Stuhl ist hier. Wo bist denn du? Beim Hauptblut. Er ist gestolpert. Ja. Was habe ich dir getan, Bro? Bleib mal ganz geschmeidig, ey. Bleib liegen. Da müssen wir mich verarschen. Wie oft will der denn jetzt noch aufstehen? Guck mal, ein Igel. Der Boden hier stürzt ein. Glaube ich. Sicher? Nee. Ziemlich. Hier ist noch eine gezähnte Klingenmod, falls du brauchst, in der Tasche unter mir. Wird doch nichts sein. Das ist jetzt unpraktisch. Ammsuppe freigeschaltet. Oh. Spitzen aus Stahl. Er bricht nichts ein, ne? Nee, scheinbar nicht, scheinbar nicht. Aber meine Kiste ist woanders. Was ist denn los hier? Hier ist noch ein Sandwich. Ein Sandwich. Wollen wir einen tiefer gehen, oder? Was trinken. Hi, ruft die ganze Zeit. Ah ja. Ach, von da drüben kommen wir her. Ich fall mal ins Loch, ne? Meine Tasche ist irgendwo anders. Meine ist 15 Meter. Ich glaube, meine ist im Keller. Das geht nicht, weil... Meiner auch, glaube ich. So. Den kriegen wir das nämlich mit. Das kriegen wir nicht mit. Ein Pappkarton. Nee. Hä? Oder ist meine oben? Aber keine Bücher. 7. Sechs Meter. Hä? Ah. Meine ist bestimmt oben. Kommt man hier noch hoch? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe meine habe ich gefunden hier im Keller hinter der Wand. Was es allerdings jetzt nicht so einfach macht, ist, ich könnte das zerlegen. So. Hier bin ich wieder weiter weg. Irgendwie muss ich hier noch irgendwo hochkommen oder so. Wie viele Meter bist du von deiner Tasche entfernt? Hier bin ich 3,6. Und an der Treppe da vorne bin ich 1. Hier sind es 5. So, hier bin ich 1 Meter. 7. Irgendwo hier? Kannst du mal gucken, ob du an die gleiche Tasche kannst wie ich? Nee, jetzt bin ich wieder weiter weg. Die hier? Nee, dann bin ich ja weiter weg. Also wenn du runtergehst, bist du weiter weg. Weil genau unter dir ist eine Tasche. Nee. Doch. Nee. So, dann haben wir's. Wann bist du im Keller gegangen?
Reden wir nicht drüber, Patrick. Ich habe das nicht mitgekriegt. Ich dachte, du bist wieder hoch. Ja, ich weiß, du kriegst so einiges nicht mit. Ach, Jasmin, bitte. Das ist so dein Style, jetzt, dein jetzt Lebensstil. Jetzt sei doch mal nicht so, ja? Ich nehme die Treppe. So, dann einmal zum Händler. Oh, man macht. Ich möchte aber gleich nach Hause gehen. Ah, aber du wolltest zu deiner Quest nicht mehr hin? Nee. Ich möchte erstmal nach Hause gehen. Ja. Wer besonders wieder? Na gut, ich folge dir in die falsche Richtung. Mensch, mir fehlt nur noch ein Büchlein. Vielleicht? Nee, schade. Das falsche Buch. Es wäre auch schön, wenn er einen Vorstings verkaufen würde, ne? Er hat doch da Hefte zum Verkaufen. Ja, aber Forge ist nicht dabei. Hallo. Fertigkeit-Zeitschriftenpaket. Ja, bin ich mit konform. Und denn? Warum guckt er mich so an, ey? Der ist gruselig. Guck mal. Der guckt richtig hinterher, ey. Hm, der traut dir nicht. Watch your backs. Watch yourself, stranger. I know some fellas who break legs for coin. Jasmin, rat mal, wer einen Zementmischer bauen kann. Ich nicht. Richtig. Kann ich eine Quest schon annehmen? Tatsache. Das ist ja jetzt scheiße. Ich muss einmal mit dem Automaten interagieren. So. Gut. I'd go broke with more customers like you. Meint der mich? Also hat der keine Aufgaben für mich? Achso, ich hab ja noch, ne? Warte mal kurz. Ja, bitte. Hier hat jemand auch die Tür zugemacht. Achso, warte mal. Haben wir einen Motor? Bestimmt nicht, ne? Geschmiedetes Eisen, Schraubenfedern, mechanische Teile. Kannst du mal einmal kurz... Nein, das ist er schon wieder weg, ey. Du bist nicht allein, Jasmin. Du solltest was mitnehmen. Ja. Ja, jetzt ist es zu spät. Okay. Jetzt habe ich schon versucht hier. So. Da haben wir das gute Stück.
So, jetzt hoffe ich mal, dass da ein Motor rauskommt. Weil ich mir nicht sicher bin, ob wir noch einen haben. Messing Heizkörper. Ach so. Ich muss diese Tankstellensäulen abbauen. Da sind Motoren drin, ne? Die roten, meinst du? Ja. Ich glaube. Oder bei den Traktoren. Ja, beim Auto kannst du ja auch welche kriegen. Ich hoffe jetzt mal das Beste. Ich baue jetzt das zweite Auto ab. Sieht aktuell nicht so vielversprechend aus. Nee. Ja, ich habe einen Motor. Ah, du bist schon vorgegangen? Ja. Das ist ja frech. Hm. Danke fürs Warten. Bitte. Ja, gerne. Ich will dir das nicht vorhalten, aber ich finde das schon ziemlich egoistisch von dir, mich hier alleine in der Zombie-Apokalypse zurückzulassen. Na, hier ist eine Batterie dran. Kannst du dein Herz aufladen? Ja, das musst du mitnehmen, ich habe keinen Platz mehr. Nee, ich bin auch voll. Was bist du denn überhaupt? Weg. Ah, ja, ich wollte ja mein Fahrrad auch reparieren. Oh, das bist du gar nicht. Da bist du. Schön mitkommen. Guck mal, mein Fahrrad schlägt Funken. Siehst du das? Ey, was hast denn du für einen Becher da an deinem Fahrrad? Ein Becher? Das sieht aus, als wenn du da ein Glas dran hast. Ein Trinkglas. Ich sehe kein Glas. Bleib mal kurz stehen. Stopp. Warte mal, ich mach mal eben ein Foto. Hier vorne. Hier ist ein Glas. Hm. Ich hab bei mir nichts. Lal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 a. Zementmischer, Zementmischer. Bald bist du da. La 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 la. Zementmischer, Zementmischer, bald bist du da. So, ein Zementmischer. Oh, geil, endlich, ey, da habe ich so lange drauf gewartet. Was fehlt mir? Ich habe die Schraubenfeder. Geschmiedetes Eisen. Ja, da fehlen mir noch 10 Stück. Kannst du doch herstellen. Ja. So, 10 Stück fertig. Dauert jetzt 30 Sekunden. Ja. Gut, dann kann ich ja schon so lange ein bisschen aussortieren. Hälfte gebe ich weg. Ach nee, was brauche ich denn? Gut, kein Plastik. Das kann weg. Schraubenfedern brauche ich auch die Hälfte. Zack. So. Öl. Den können wir einschmelzen.
Nee, kann ich nicht. Aber die sind fertig. Geil. So. Gut, der Zementmischer braucht eine Weile. Bis 11. Dann werden wir hier einmal die Taschen aussortieren, Jasmin. Hm. Auf gutes Gelingen, nicht? So, das brauchen wir nämlich. Sie steht immer im Weg. So, den da rein. Den hier, den da. Das oben, 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 oben einschmelzen. Oben, oben, oben. Cool. Oh, ich freue mich. Zack. Zack und zack. Hier, wieso geht das Gammelfleisch nicht rein? So. Ein Chili Hotdog. Geil. Na, Getränke. Wo waren denn jetzt die Jetons, oder? Jetons. Händlerkiste oben. Von diesen Sandwichen haben wir jetzt auch schon Unmengen. Aber ich glaube, die brauchen wir schon. Hier kann ich aber etwas herstellen. Antibiotika. Ich habe einiges vorher nicht mitnehmen. So, der kommt da rein. Eine Minute elf. Ja, gut, wir brauchen noch Stein, Pflasterstein zum Aufwerten. Dann fängt das ja jetzt an, dass ich Zement und Bruchsand und sowas brauche, ne? So, es sind nur. Patronen. Hülsen. Raketenwerferteile. Militärrüstungsteile. Stahlrüstungsteile. Handfeuerwaffenteile. Papier. Papier ist unten, mittlere Kiste. Nee, warte. Zweite von rechts. Zweite von rechts oben. Pfeilspitzen und Öl. So. So, dann haben wir die Tasche auch leer. Jetzt habe ich kein Eisen mehr, ne? Ich will mal gucken, repariere ich das Fahrrad mit einem. Mit Eisen? Mit Reparaturkit war ja nicht, ne? So. Testen wir das Ganze doch mal. So, ich will das hier reparieren. Das geht nicht. Wieso nicht? Ich möchte es ja nicht neu bauen, ich möchte es ja reparieren. Doch ein Reparaturkit, aber das geht anders, wie ich dachte. So, dann kann das Eisen wieder zurück. Der müsste doch auch... Ja. Das kann. Kann ich den Zementmischer oben hinstellen? Ist das cool für dich, falls die unten doch mal durchbrechen? Darf ich den in deine Küche stellen oder wo müssten den haben? Oben. Auf dem Dach? Ja. Okay.
hier. Ich wollte gerade sagen, wo sind die Hängetreppe hin? Ich kann einen Clownhammer Stufe 2 bauen. Hier, und wo darf ich den hier hinsetzen? Wo stört er dich nicht? Hier vorne in das... Den kann man nicht mehr wegnehmen, oder? Ich weiß es gar nicht. Hier vorne vielleicht in dieser Ecke von dem Stein? Stört dich das da, oder? Ich bin ja hier noch nicht fertig, hier oben, so richtig. Oder hier an der Wand irgendwo? Stell den doch hier hin. Hier. Nicht da oben drauf. Ach so, hier vorne vor? Daneben, ja. Ja. Oh, geil. Und ich brauche jetzt Steinbruch, Sand, Zement. Aua, was? Au, warum? Hör auf, aua, das piekst. Toll, Patrick, ja. Wegen dir. Ja, das hast du jetzt davon. Leg dich nicht mit mir an, du. Kann ich den? Ich kann den nicht wieder aufnehmen, ne? Vielleicht ist das so wie mit den anderen Sachen. Kaputt machen und dann hast du ihn wieder drinne. Würde ich jetzt nicht ausprobieren, wenn du nur einen hast. Nee. Danke, Jasmin. Das war sehr nett von dir. Ich werde dich in meine gute Nachtgebiete mit einschließen. Ich brauche mal Goldruden-Tee für Ausdauer. Das ist doch gegen Durchfall. Und Ausdauerwiederherstellung 15%. Ist der rote nicht besser? Ja, aber den haben wir nicht. Ich könnte ansonsten Juckersaft nehmen. Der ist, wenn dir... Also gut, gut. So, Jasmin, ich geh mal wieder in mein Loch, ne? Ja, dann bräuchte ich mal hier diese grüne Bane-Bings-Bums. Ich kann auch einen Tee von machen. So, muss mal eben ein paar Steinchen sammeln. Warte mal, der Erdbohrer war Erntewerkzeug, ne? Da brauchst du 60 Bücher für. Bergarbeitermeister. Cool. Ich bin ja gerade im Berg, ne? Ja. Ich habe jetzt meine Beutechancen erhöht. Und die Art und Weise, wie ich Stein abbaue. Alter Schwede. Ich habe jetzt schon 600 Stein. Boah, ich bin krass. Ja, du bist ein richtig krasser Dude. Ich vor 100 Jahren im Kohlebau. Ha, Legende. Oh. Oh nein. Ja, ich mach's du, ey. Ist dir gerade was aufgefallen? Es ist 22 Uhr. Ja. Geisterstunde. Jetzt kommt gleich Casper. Hallo, ich bin Casper. Du musst keine Angst haben. Ich tu dir nichts. Ich bin nur ein Gespenst, was reden kann. Aber alles gut.
Du bist ganz weiß und durchsichtig. Ist aber auch ein cooler Film eigentlich. Weißt du, worauf ich mal Bock hätte? Nee. Disneyland. Magisch. Bin ja schon mal da gewesen als Kind. Damals hatten die ein 4D-Kino. Ist vom Prinzip ein 3D-Kino, ne? Und dann ist in dem Film, sind die Ratten Richtung zu, Publikum gelaufen. Und über Luftdruck haben die das an deine Beine gemacht, dass sich das angefühlt hat, als würden da die Ratten langlaufen. Da wäre ich aber schreiend weggelaufen, glaub mal, ey. Ey, ich musste die ganze Zeit nach unten fassen, ob da die Ratten sind. Und dann hast du immer nur Wind gemerkt. Aber das ist so geil umgesetzt. Das war richtig gut. Das wird es wahrscheinlich gar nicht mehr geben da. Das war damals, Liebling, ich habe das Publikum geschrumpft. Dem Film, ich habe die Kinder geschrumpft, kennst du, ne? Ja. Genau. Den davon, ganz alten kenne ich sogar noch. Genau, und davon war das quasi ein Abklatsch extra für die Vorführung. Auch mit den gleichen Schauspielern, also war richtig geil gemacht. Ja, und auch so total magisch gewesen. Ich finde halt, in Disneyland, die geben sich halt so viel Mühe mit Dekoration. Das sieht halt richtig gut aus. Da war auch Tarzan, kam damals, war relativ neu. Aladdin war noch sehr aktuell. Und, ja, dementsprechend haben sie da viel auf Aladdin gehabt, auf, dann sah das, keine Ahnung, ich war da noch nicht. Oh, das sah aus wie dieser Palast vom Sultan, die eine Ecke. Dann konntest du so eine Genie-Wunderlampe kaufen. Und ich wollte unbedingt eine haben, weil ich gedacht habe, wenn ich dran reibe, dann kommt ein Genie und ich habe meine eigenen drei Wünsche. Ich war ein Kind, ja. Du glaubst doch immer noch dran, wenn du irgendwo dran reibst, dass was rauskommt. In der Regel bestätigt sich der Verdacht. Mhm, in der Regel. Ja, das hat irgendwie gepasst. Ja, aber Disneyland wäre schon geil. Die haben ja auch richtig viel mit Karussells und Vorführungen. Die haben ja auch so Musical-Vorführungen da. Und wir waren damals im Western-Abteil. Dann hast du das Restaurant, wo du zum Beispiel gefrühstückt hast, das war so ein Saloon. Also aufgebaut wie ein Saloon. Und die Zimmer halt dementsprechend auch sehr auf Western, ne? Ja. Das war richtig geil. Richtig magisch. Ja. Magisch. 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 Das war absolut, ja. Magisch. Uri Geller. Verstehe, Patrick. Verstehe. Das glaube ich nicht. Ich auch nicht. Okay. So. Wollen wir mal wieder raus aus der Mine hier, ne? Zement können wir auch selber herstellen, ne? Glaube ich. Ich muss ja rein theoretisch erstmal auf Pflasterstein aufbessern, aber... Zement aus Stein. An der Schmiede? Zement. Ja, aber dafür muss ich Stein einschmelzen. So. Dann tun wir das mal, Fisch.
Als nächstes braucht man Lehm. So. Und dann können wir machen Pflasterstein. Dann können wir machen. Kannst du machen Pflasterstein warm, kannst du machen Pflasterstein kalt. Ja, letztendlich, ich werde es brauchen, ne? Aber... Oh, hier glatt. Nee, warte. Das machen wir anders, oder? Geht das nicht hier auch? So, dann kann der Lehm wieder zurück. Stein lassen wir drinne. Das brauchen wir, wenn wir abbauen. Wieso habe ich noch Nitrat? Oh, Jasmin, das musst du mir mal. So, Nitrado. Pflasterstein, dann kann man das aufwerten. Muss mir hier eine Übersicht kurz machen. Genau, den wollten wir zurücklassen erstmal. Den wollten wir zurücklassen. Das kann alles schon zementiert werden. Der muss noch aufgewertet werden. Kann dann auch zementiert werden. Das ergibt sich dann im Laufe des Baus, ne? Muss es reparieren. Oh. Wieso ist denn hier schon wieder mein Balken kaputt? So fürs Erste. Dann brauchen wir die. Hä, wieso stellst du hier die Pflastersteine her? Die kannst du doch ganz normal herstellen. Damit ich mein Inventar hier frei hab. Ja, ich brauch das jetzt aber für den Dings. Wofür? Zuckersaft-Smoothie. Die Werkbank? Ja. Jo. Wenn du dein Inventar frei hast, du kannst das doch dann gleich verarbeiten. Ja, aber wenn meine Schaufel oder so wieder den Geist aufgibt, kann ich die wieder nicht reparieren. Hä? Und über die Werkbank geht's schneller. Hä? Ja. Wir reparieren. Ja, weil es dann in eine Warteschlange kommt. Aber schneller geht das nicht. Das ist genauso schnell. Meinst du? Ja. Ich weiß das doch. Woher? Weil ich da... Hast du Geschwindigkeit studiert? Ich weiß gar nicht, ob ich diesen Erdbohrer überhaupt noch brauche. Ich bin hier fertig, bevor ich den überhaupt hätte. 60 Bücher. Na gut, zum Abbauen später, ne? Wenn du ihn überhaupt kriegst. Ja, wenn ich ihn... Ja. Ich sage dir, in diesem ganzen Spiel wird es 59 Bücher geben. Und dann ist alle. Wieso sagt es noch lange nicht fertig? So. Haha. Selber schuld. So. Das, ein noch, ne? So, dann könnte man jetzt noch eine Reihe machen. Und dann mal gucken, wie weit die Pflastersteine sind. Weil noch habe ich ja gute Ausdauer, ne?
faszinierenderweise. Was treibst du denn jetzt mit deiner verbliebenen Zeit? Gerade gekocht. Oh, geil. Was gibt's denn? Alles. Oh, und das mit Soße. Tomatensoße. Rate mal, was ich mache. Ich geb dir einen Tipp. Das ist schon ziemlich spannend. Bauen. Nee, bauen noch nicht. Graben. Buddeln. Ja, buddeln. Oh, männlich. Richtig männlichen Männerkram machen. Mit Testosteron und so. So. Ein Block noch, ja? Eins. Zwei. Drei und vier. Nee, war doch nur noch eine Reihe? Nee. Und so. Ja, was die Hälfte. Seh dich gar nicht. Ich bin im Loch. Ah, jetzt sehe ich dich. Ah, da. Guck dir von hier oben zu. Ja, ich hätte jetzt nicht mehr viel Erde zum Wegbuddeln. Wie spät ist das? Also wie lange haben wir? 47. Also es würde sich jetzt nicht mehr lohnen, die Steine schon zu holen. Dann auch jetzt mich. Ja, ich würde nur noch hier die eine Reihe machen. Vielleicht. Ich habe doch gerade gesagt, ich möchte mich verabschieden. Okay. Ich komme ja schon. Wieso habe ich denn den einen nicht aufgewertet gehabt? Hattest du keine Steine mehr vielleicht? Nee, mit Holz. Ach so. Komisch. Welchen denn? Den da vorne da. Wo ich eben stand. Ja. Hier sind die blöden Vögel voll gegen geflogen, glaube ich. Hast du den jetzt aufgewertet? Ja. Ach so. Wieso hast du hier viel Damage? Ja. Oh. Ja, ich habe keine Pflaster. Die sind hier gewesen. Ja, hier ist überall beschädigt. Die Kolibris sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Ja, jetzt war's das. So. Gut, alles klar. Denn wir verabschieden uns für heute, sind aber morgen wieder da und ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Lasst gerne ein Like da. Wir sehen uns. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.